Herzlich willkommen zum zweiten Tourstopp der Traumtänzer-Tour 2016. Wir sind auf dem Weg nach Fronten. Im Allgäu liegt Schnee, unglaublich. Und gleich geht's ins tropische Paradies, in die Schmetterling-Erlebniswelt. Und ich nehme euch mit. Heute gibt's übrigens eine Weltpremiere. Ich habe gestern einen Song geschrieben, den ich heute spiele. Gab's noch nie. Über Nacht gelernt. Bis gleich. Jetzt sind wir in Fronten, in der Schmetterling-Erlebniswelt. Und die Schmetterlinge sind noch wach. Wir gehen einmal rein. Wir müssen in eine kleine Schleuse gehen. So, wir dürfen hier folgen. Jetzt wird es kurz ein bisschen dunkel. Und jetzt sind wir weg. So riesen Schmetterlinge. Beste Location, um Konzerte zu spielen. 28 Grad. Der schönste Backstage-Raum im Winter. Hat so ein leichtes Asia-Feeling, was ich sehr gerne habe. Jetzt nehme ich euch kurz mit in den Konzertsaal. Unter anderem ist das Ganze heute wieder mitveranstaltet von der Praxis Freiraum und Praxis Lebenswerte. Und schaut mal, hier in dieser Atmosphäre darf ich dann das Konzert spielen. Die Leute dürfen in grünem chillen und meinen neuen Songs lauschen. Er sitzt vor seiner blau-weißen virtuellen Scheibe. Dort postet er sein Selfie, doch das Bild schießt er alleine. Auf den Filmen, die wir teilen, wirken alle meist sehr glücklich. Aber viele sind allein und nach den Klicks schon süchtig. All der Fortschritt, den wir feiern, wirkt wie eine Illusion. Wir senden Sprachnachrichten digital per Mikrofon. Mach dein Handy einmal aus und lauf durch die Stadt, ohne online zu sein, doch mit Augenkontakt. Jeder Gedanke schafft Materie, wie ein Keim, der stetig wächst. Das beruht auf der Essenz von einem ewigen Gesetz. Er wird bewässert durch den Glauben, der mit jedem Tropfen siegt. Vertrocknet ihn beständig, bis man kleine Knospen sieht. Sie brechen durch, auch wenn der Boden noch vereist ist. All das geschieht im Stillen, in der Botanik. Was vermisst du schon? Alles, was du suchst, bist du schon, du bist es schon. Weil du nicht scheitern kannst, du bist alles ganz einfach, einfach ganz. Was vermisst du schon? Alles, was du suchst, bist du schon, du bist es schon. Weil du nicht scheitern kannst, du bist alles ganz einfach, einfach ganz. Ich musste auf 18 Alten Kraft entfalten, um mich selbst zu finden. Hab mich wach gehalten und sah meine Welt von innen. Engelsstimmen führten mich zurück, fernab von Pech und Drama. Statt dem Hier und Jetzt wird ich erdrückt im Wenn und Aber. Ihr könnt euch vielleicht auch noch erinnern, als ihr klein wart und ganz große Träume hattet. Und an die können und sollten wir uns auch immer und immer wieder erinnern. Denn das vergessen wir großen Menschen leider oft, dass wir als kleine Menschen so unheimlich tolle Träume hatten. Und es ist so wertvoll, sich daran zu erinnern. Manchmal müssen wir uns einfach nur erinnern. Uns noch einmal den Planeten mit den Augen eines Kindes sehen und alles, was wir nicht verstehen, einfach blind hinnehmen. Mit dem Leben tief vereint, in jedes Abenteuer springen, Fehler täglich verzeihen und vor dem Leben. Danke dir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Erzählt man sich Geschichten von längst vergangenen Tagen, als die Menschen sich rein telepathisch verstanden haben. Ihre Tempel waren erbaut nach dem atlantischen Plan, aufgrund des goldenen Schnitts und den Fibonacci-Spielen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.